Ja. Ihr habt ganz heldenhaft alle gekämpft, aber hat leider nichts gebracht, so wie es aussieht. Ich glaube, ich kann auch wieder ausmachen. Ja, gut, ich springe mal das Gelände, um im Erdgeschoss zu landen. Los geht's! Schnell! Schnell. Nicht schlecht. Danke. Na, komm jetzt. Weiter geht's. Wie hast du sie gefunden? Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und geklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Mich mit in ihr Versteck. Zu Marlene. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, das hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir ein Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Marlene wird gesucht, das war gerade der Steckbrief davon. Gut. Komm schon. Ich glaube, das ist die Geschichte, wie sie gebissen wird. Aber das ist, glaube ich, ihre Freundin, von der sie geredet hat. Und mit wem hängst du so ab? Keine Ahnung, mit niemandem so richtig. Wie geht's denn? O'Reilly, es sind deine Freunde, aber du redest mit ihnen. Ja, stimmt schon. Ah, ich glaube, das ist die Geschichte, wie die beiden gebissen werden. Ah. Ich weiß noch nicht ganz genau, was das jetzt mit dem anderen da zu tun hat. Mit der Geschichte mit Joel. Aber... Licht schon gefunden? Oh, haha. Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Soldaten bin. Es war eben kurz irgendwie. Die Stimmen sind so leise. Audio. Lautstärke. Ausgabe. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bringt, aber... Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Gut. Hast du noch Remember. Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Lass uns lieber über was anderes reden. Okay. Jerry Riley ist also jetzt ein Firefly und hat anscheinend jemanden umgebracht. Wieso über die Guards? Mistdeckung! Was war das denn jetzt gerade für eine Stimme? Nein. Hey, ein bisschen schreckhaft gerade. Vorsicht, nass. Hey, tja, vielleicht sollte ich auch ein Firefly werden. Ellie, das habe ich Marlene auch gefragt. Sie will, dass du sicher bist in dieser blöden Schule. Was geht sie das an? Wie, dass ich sie jetzt nicht höre, ist klar.
Das kriege ich schon noch allein hin. Ich möchte trotzdem umgucken. Okay. Das wird wahrscheinlich wirklich nichts sein. Hey, bist du noch das erste Mal hier? Was machen wir hier, Riley? Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Ist es ein Dinosaurier? Vielleicht. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Dann warte es doch einfach ab. Was hat das Ganze mit Joels Unfall zu tun? Das ist gerade irgendwie zusammenzureimen, aber ich sehe es nicht. Außer vielleicht, dass sie Joel retten will, weil sie Riley nicht retten konnte. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Ja. Tja, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Ich kenne keinen. Genau. Mal sehen, was noch da ist. Ernsthaft? Hier wohnt sie jetzt, oder? Was? Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Nehme ich auf jeden Fall an. Logo. Vorsicht, das ist kein Bier. Bitte. Oh mein Gott. Hier, voll ekelhaft. Ich sag's ja. Prost, Winston. Hat das Zeug. Na komm. So. Oh, was ist das denn? Pferdesattel. Und was ist mit Princess? Wahrscheinlich haben sie mitgenommen, als er tot war. Armes Pferd. Sie hat bestimmt richtig Angst. Mann. Hier ist soweit auch nichts mehr. Wollen wir weiter? Ich glaube, es ist wirklich der Zusammenhang, weil sie Joel retten möchte und Riley Ellie, nicht retten konnte. Hilf mir mal. Das kann ich mir sehr gut vorstellen gerade. Ja, das hat nicht so geklappt. Weißt du was? Lass uns einen anderen Weg suchen. Ja. Da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Da kommen wir, glaube ich, so nicht drüber. Oh, meine Nase juckt. Sekunde. So. Nein, sie juckt aber noch. Oh, wenn diese Nase anfängt zu jucken, dann hört das einfach nicht auf. Perfekt. So. Schau mal. Da ist ja eine Öffnung. Ja, dann würde ich mal sagen, ab nach oben. Okay, sei vorsichtig da drin. Bin ich immer. Mach er wieder aufladen, den Controller ein bisschen shake. Riley? Jetzt will sie uns erschrecken. Das war schon das zweite Mal. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich habe die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Spooky Town. Komm, ich nehme sie einfach. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf. Ja, voll krass. Brüll mal. Ellie, echt? Du sollst brüllen! Ah, mit Tippen. Girl!
sehen, was es hier noch so gibt. Ja, jetzt bin ich aber auch mal gespannt. Spooky Town. Für Hunde. Oh, die Elfen-Corgi da unten ist geil. In Amerika wird Halloween richtig geil gefeiert, ne? Oh, auch eine coole Maske. Oh, ein Dreifach-Phoenix. Triple Phoenix. Wie sehe ich aus? Entzückend. Herzlichsten Dank, mein Täubchen. Oh, die Bärenmaske hätte ich gerne gefunden, ne? Eine Hexe. Komm, die setze ich auch mal auf. Ah, zick her. Geile Maske. Kurz wieder Taschenlampe aufladen. Die flackert nämlich schon wieder ein bisschen. Noch irgendwas. Ja, Vampire. Was? Ich stehe voll auf Vampire. Ich hole meine Vogelmaske zurück. Oh, kann ich gar nicht. Dracula! Das tut mir leid. Ja, okay, die Maske ist echt cool. Wo ist die Bärenmaske? Gib mir die Bärenmaske, Mann. Cemetery. Kessel der Schatten. Wahre Horrorgeschichten. Furchtsame Farbe. Schön. Das ist Frank Stein. Den kenne ich noch aus der Grundschule. Der war früher schon ziemlich groß. Ja, und jetzt? Ich meine, jetzt sitzen wir hier drinnen. Ah, ich kann die Maske wieder wechseln, sehr schön. Über die Maske haben, die ist irgendwie ein bisschen spektakulärer, finde ich. Ich meine, eine Hexe kann jeder sein. Genauso wie ein Werwolf. Aber ein Triple Phoenix, ne. Das ist schon was ganz Besonderes, finde ich. Aber ich weiß gerade echt nicht, wie ich hier rauskommen soll. Oh, was haben wir denn hier? Sowas kauft jemand? Ist mir zu hoch. Jetzt. Auf. Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Kann ich draufhauen? Nein. Wow. Das war blöd. Das ist jetzt die andere Seite. Ja, warum sollte man sich so auf leicht machen, ne? Siehst du die Autos da unten? Ich hole mir mal einen Stein. Ich glaube, den brauche ich gleich. Ja. Ja. Das Rote ist deins, meins das Blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst, ich bin dabei. Ja, Volltreffer! Treffer! Brauch noch mehr Steine. Nummer zwei! Ja! Hier war, glaube ich, noch einer. Hey! Oh ja, verdammt. Tja, so wird das gemacht. Oh Mann. Ja. Verdammt. Und der nächste? Kriegt ihr alle, ich krieg sie alle, ich krieg sie alle. Bam!
Da habe ich noch einen. Ja! Komm, eins muss ich die noch, letzte. Ne? Ja! Ich hab's, Dein Wurf Champion! Meins hat der härtere Fenster. Ja, klar doch, Loser. Okay, hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Wieso bist du krank? Wieso bist du ausgerastet? Hat Marlene meine Mutter erwähnt? Vergiss es. Okay. Wieso bist du weg, ohne mir was zu sagen? Glaubst du, ich habe irgendjemandem was gesagt? Hab ich nicht! Aber ich war doch nicht irgendjemand. Oder? Nein, es war nur... Komm schon, das musst du sehen. Und wir sind fast da. Sie ablenkt. Das ist keine Antwort. Sie hat abgelenkt. Eindeutig. Warum? Was machen wir hier? Ich find's ziemlich gruselig. Also, wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen. Stimmt's? Ja. Komm mal mit. Sekunde, ich muss mal kurz hier rein. Warnhinweis lesen. Major Banks. Dies ist meine dritte Anfrage innerhalb vieler Wochen nach zusätzlichen Patrouillen in meinem Bereich. Seitdem Quarantänezone Hartford weggefallen ist, wurde die Stadt mit Flüchtlingen überflutet. Viele von ihnen kommen durch das Einkaufszentrum, weil es hier so wenig Soldaten gibt. Diese Leute sind verzweifelt und wenn sie die Stadt betreten, sind die meisten auch infiziert. Wie ich es in meinem Bereich erklärt habe, Bericht erklärt habe, musste ich allein letzte Woche 3 Infizierte der Stufe 1 ausschalten. Ich weiß, dass die Mittel knapp sind, aber wenn wir hier nicht mehr Sicherheitsleute bekommen, wird dieses Einkaufszentrum verdammt nochmal überrannt. Mir hört überhaupt niemand zu. Der Lakai. Sergeant Winston Asher. Das heißt, der ganze Laden wurde anscheinend überrannt. Und jetzt ist die Frage. Wenn überrannt wurde, dann muss es ja auch irgendwo Infizierte geben. Nur mal so angemerkt. Ich komme da nicht rein, ne? Das Spiel möchte nicht, dass ich da reingehe. Oder noch. Echt. Also, es stimmt. Die ganze Stadt hat Strom. Aber dann Sicherungskasten. Ich muss sie nur wieder einschalten. Muss ich das denn machen? Funktioniert niemals. Was habe ich gesagt? Heißt das ganze Center hat Licht? Finden wir es raus.